Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, ich war so schön heute vor der Arbeit beim Leveln, beziehungsweise bei den Aufgaben hier machen. Und naja, was soll ich sagen? Es geht schon wieder weiter. So, wir gehen gleich runter. Ich habe das halt vor der Arbeit nur gespielt gehabt und großer Saal. Gehen wir mal zu Fripp, mal sehen, was der jetzt von uns will. Ich gehe mal von aus, dass wir eine weitere Aufgabe bekommen werden. So, ich komme gerade rechtzeitig. Ich habe die Brennstoffzellen untersucht und darüber nachgedacht, was Sief über den Chaos gesagt hat. Und ich bin zu einer Schlussfolgerung gekommen. Okay. Das ist eine der ersten Belohnungen. Ah, und wir kriegen 400 EP, oh, 250. Also ich habe das Gefühl, dass wir wirklich durch diese Hauptquest auf die Stufe 25 getrieben werden. Hier nachher setzen die Brennstoffzellen so einen derart riskanten Zweck ein, dass man es nicht glauben kann. Möglicherweise errichten sie das Portal, das Garnok in diese Welt bringen wird. Oh, das ist natürlich sehr interessant. Ja, warum stehen wir hier nur so herum? Wir müssen die fernen Seiten des Buches der Lichterzeremonie finden, sofort finden. Wenn wir nachher komplett sind und das Portal errichten, das Garnok in unsere Welt bringt. Nein, es ist nicht unsere Aufgabe, sondern Seiten eines verstaubten Buches. Wir sind Zorai, wir müssen Jorvik schützen. Ich hatte recht, wir müssen da raus, um den Nachtreiter in die Quere zu kommen. Okay, das ist natürlich sehr korrekt, Lisa. Der Beobachter hat mich wissen lassen, dass er unseren Weg tragt, wenn er hat. Die ihren Weg durch Jorvik nehmen. Wir sechs müssen uns in Zweiergruppen aufteilen und die Trucks aufhalten. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir teilen uns auf und nehmen uns die Trucks zu zweit vor. So schaffen wir mehr. Das ist das, was Fripp gerade gesagt hat. Wir arbeiten also zusammen. Unser Trupp ist. Oh, das gefällt mir, dass wir mit Linda unterwegs sind. Nicht Lisa. Boah, nicht Linda. Oh, Gott. Okay, hallo, aufsteigen. Oh Gott, jetzt ist. Puh. Bin ich jetzt blöd? Nein, nein. Gott, was mache ich denn von unten? Was sage ich denn für einen Unsinn? Nein, das wollte ich auch nicht. Bin ich jetzt blöd? Sammlung. Gott. Anne. Oh, Anne. Oh Gott, nee. Also momentan ist es echt eine Katastrophe im Gedächtnis, muss ich ehrlich sagen. Also ich vergesse echt viel momentan. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr mich mit den Sachen beschäftigen. Oioioioioi. Nee, ich freue mich aber wirklich mit Anne unterwegs zu sein. Ich mag die echt. Ist eigentlich mittlerweile mein Lieblingscharakter. Ich finde es auch schön, dass sie ihr große Concorde wieder hat. Also schnell holen wir ihn ein und noch das Draconium. Natürlich neben Lisa, mein Lieblingscharakter. Dass ihr nichts mehr nutzt. Ja, dann werden wir mal das Draconium mal in die Tonne treten. Ach, wir sind hier. Das ist natürlich interessant. Ach, eine Drohne. An der müssen wir, ja, an der müssen wir vorbei. Das ist hier bei der Mine. Was machen wir denn? Wir müssen den Truck irgendwie zum anderen bringen. Ein bisschen riskant, aber wir könnten unsere Magie zusammen einsetzen. Wir nehmen uns die Reifen vor, um ihn zu verlangsamen. Blitzplatz. Achte auf den richtigen Zeitpunkt, wenn er über das ebenere Stück Weg fährt, sonst wird es die Reifen ansehen können. Ich will keine Lichtkuppel, die deine Magie verstärkt und den Schaden eingrenzt. Sonnenkreis, ich bitte dich, erleuchte alles, was dunkel ist. Mein Zeichen, ja. Platz! Haben wir es getroffen? Haben wir es geschafft. Er wird schon etwas langsamer. Nehmen wir uns noch einen Reifen vor. Ja, super. Natürlich, direkt vom Mountain. Ah, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Das war knapp. Also diesmal mit mehr Magie schieben. Ja, dann gucken wir mal. Ich achte.
Oh, das tat weh. Aber was die Reifen mithalten können. Ja, da bin ich mal gespannt, dass der LKW so viel aushält. Aber wo will der eigentlich auch hier hin? Oh nee, nicht du. Sind zwei gegen eine. Ich will nicht kämpfen. Ihr? Wenn ich dich mit meiner Sonnenenergie aus dem Weg haue. Ja, richtig. War der Kristall nicht kuschelig genug? Oh je. Anne ist sauer. Anne, nein. Ich habe mit Drohne irgendwas hochgehen zu lassen, so lange dran in der Nähe ist. Das ist doch im Moment ein unfairer Kampf, oder nicht? Wie wäre es also, wenn ihr doppelt zählt oder dreifach? Oh, Schattenbilder. Und mein Pferd steigt? Wieso steigt mein Pferd? Naja, von mir aus. Anne kann natürlich durchreiten, ich nicht, aber ich. Links. Rechts. Ja, sag ich doch. Ach, guck mal, da ist der LKW. Hä? Der war doch vorher in der anderen Richtung. Oh, Anne, da steht Draconium. Wuh. oder auch nicht. Es ist keine Gefahr mehr. Das war riskant. Wenn ich es gut gemacht hätte, wäre Jessica nicht entkommen. Froh, dass wir wieder zusammen sind. Oh, und was du mich fragst, wohin ich das Portal für den Druck geöffnet habe. Ich habe einfach gedacht, den ich kenne und ein Portal dorthin geöffnet. Wir sollten zur Bibliothek zurück und rausfinden, ob die anderen, die übrigens. An welchen Ort? Okay, gut, wir können ja jetzt hier. Wow, was war das denn jetzt? Wir können ja zum Glück das Portal hier zurück benutzen. Also, das war jetzt natürlich ja. Upsala. Also, Agnes, also du hast den falschen Namen, wenn du am Steigen bist, mein Lieber. Ja, brauchst gar nicht die Ohren jetzt nach hinten zu legen. Da erschrecken vor der. Puh. Großer Saal. So, da sind wir doch schon wieder. Ich frage mich, wo der Transport an den dunkelsten Ort. Ja, so, was soll ich sagen? Klar, komm. Nachher setzen die Eventuals zu einem derzeitigen Zweck ein, dass man das nicht glauben kann. Ist wie aus dem Nichts erschienen und wollte uns aufhalten, aber wir konnten die Bedrohung ausschalten. Ja? Das gleiche hat Sabine bei Fripp mir an den Bären langzogen versucht. Wir haben es gerade zurück zur Armee uns erreicht. Ja, aber Fripp ist doch gar nicht mal ohne. Also ganz ehrlich, Fripp ist doch stärker als Sabine. Katja hat sich Alex und mir in den Weg gestellt. Sie waren anscheinend damit überhaupt den Weg zu beschützen, ja. Hier beunruhigen. Ich höre weiter intensiv nach den Fehlern seines vollen Buchs der Lichtzeremonie suchen. Sie sind irgendwo in dieser Bibliothek. Ich kann es fühlen. Ja, sind sie auch. Und solange könnt ihr weiter die Bemühungen der Nachtreihe nicht machen. Indem ihr die Lieferung neutralisiert, sprecht mit Avalon, um die Mission nachzuhören. Ja. Ihr von euch hat heute beherzt gekämpft, um Jorbeck zu beschützen. Aber ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Das heißt. Ja, komm. Jetzt warten wir ab, arbeiten weiter daran, unsere Ziele zu erreichen und hoffen, dass die Nachtreihe ihre schändlichen Pläne nicht realisieren können. Ja. Okay. Da ist hier. Wer ist das denn? Ah, ne, das sind alles unsere Leute. Okay. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt würde ich mal gerne wissen. Ne. Oh. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war's dann, wenn ich das mal so sagen darf.
Da kommt jetzt nichts mehr. Da kommt erst nächstes Jahr wieder was. Das heißt, die Hauptquest ist jetzt erstmal fertig. Ja gut, das macht aber auch nichts, denn da können wir dann auf. Denn Star Stable hat die neue Roadmap aufgestellt. Und dann können wir jetzt mal schnell in die Roadmap gucken. Das ist, ja. Am 6. September kommen schon die Darthmoor-Ponys und. Oh, da ist auch Star Stable nicht ganz richtig übersetzt worden. Da steht and. Wir sind in Deutschland. Und der Geburtstag steht wieder bevor. Ja, die Darthmoor-Ponys kommen pünktlich zum Geburtstag. Das ist krass. 12 Jahre Star Stable. Überlegt euch das mal. Das ist. Hui. Holla die Waldfee. Ja, wir bekommen halt wieder mit einer Geburtstagfeier. Es wird einiges passieren. So. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der kommt, der jetzt. Ne, der Quiz-Trail kommt dann eine Woche später, am 13. September. Und so wie es scheint, wollen sie ein wenig an die April-Scherze Erinnerungen. Zum Beispiel mit dem Auto, wo sich die Pferde in Autos verwandelt hatten. Da konnte man das auch machen. Ich frage mich, ob auch andere April-Scherze dann kommen, zum Beispiel das Riesenpferd oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich cool. Und dann am 20. September bekommen wir wohl ein neues Geburtstagspferd. Steht jetzt aber nichts Großartiges dabei, was es kosten wird. Ich denke mal nicht, dass es kostenlos sein wird. Das war ja das 10-jährige Geburtstagspferd. Ich könnte mir vorstellen, so 15-jährige oder 20-jährige Geburtstag von Star Stable, dass wir vielleicht wieder ein kostenloses Pferd kriegen könnten. Da könnte ich mir das vorstellen, aber bei so einem komischen, nicht runden Geburtstag, so wie der 12., das glaube ich nicht. Ich denke mal, dass das schon was kosten wird. Vor allem ist es eins von den neuen American Painters. Da bin ich ja mal gespannt. Vor allem, was hier steht. Ich habe noch keinen Spoiler gesehen. Ich muss mal gucken, ob jetzt CC Creations da Spoiler hochgeladen hat. Aber ich meine nicht, dass ich was gesehen habe. Also, was hier steht, eine einzige Variation des American Painters, die das Feuer liebt, schließt sich uns dieses Jahr ganz neu an. Da bin ich mal gespannt, was dann kommt. Und 27. September kommt dann am Observatoriumsturm hat Mario eine Lieferung. Der bekommt was für sein Teleskop. Da bin ich auch mal gespannt. Und die magischen Pferde Hemera und Antaiax sind zurückkommen zurück für 4 Wochen. Denkt dran, da verschwinden dann die derzeitigen magischen Pferde, die, oh Gott, die. Gucken wir doch mal bei den News, dann sehen wir das nochmal. Ganz vergessen. So, die Windfels. Ja, 27. September verlassen die uns dann. Und naja, und dann kommt am 4. Oktober, sind dann die Geburtstagsfeierlichkeiten vorbei. Das ist wohl die letzte Woche oder war die letzte Woche. Kommt ein Fuchsrennen bei Jasper auf den Hof, so wie es scheint. Da bin ich mal gespannt, wenn Jasper ein neues Rennen bekommt. Und ob, okay, so schaltest du ein neues Rennen frei, das lustig und anders ist. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ob das sowas ist wie die Hasenherausforderung, würde mich dann interessieren. Die Hasenherausforderung spiele ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, weil die, ja, ist für mich nervig. Ich mag die nicht. Ja, gut, das war eigentlich das. Da bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Es gab noch den Vlog, aber das Problem ist, ich benutze halt kein Instagram. Deswegen sehe ich das bei Star Stable nicht. Also da gibt es wohl auch noch ein paar Neuigkeiten, aber naja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ist nicht so schlimm. Das sind Neuigkeiten, weil das, was da gesagt wird, wir wissen ja, das Housing und sowas ist ja auch sehr oft besprochen worden und wir haben es bis heute immer noch nicht. Wir haben die neuen Charaktere, die viel später angesprochen worden sind, ja, weil die nötig waren. Aber das Housing ist halt nichts Nötiges und warten wir mal ab, ob es irgendwann mal kommt. Irgendwann werden wir es sehen. Wenn es kommt, kommt es. Wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Wir können es eh nicht ändern.
Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und wir sehen uns dann spätestens im Star Stable am nächsten Mittwoch wieder, wenn der Geburtstag, ne, wenn die Darfmoponys, ach ne, beides stimmt ja, die Darfmoponys und das Geburtstag, der Geburtstag kommt. Ich muss mir auch mal angucken, die Darfmoor waren ein, zwei Farben dabei, wo ich auch gesagt habe, würde ich gerne, die gefallen mir doch. Aber naja, bis dahin ist noch ein bisschen hin. Und da fließt noch ein bisschen Wasser den Main runter. Und naja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.